Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Forager. Ja, ich habe mir das Ganze nochmal angesehen, nachdem ich freundlich darauf hingewiesen wurde, dass ich einfach immer zu schnell bin und deswegen tatsächlich mein Leben runtergeht und ich, wenn ich zu spät immer bemerke, dass wir eigentlich schon so am Rande des, ja, des Lebensverlustes sind. Und ich dachte immer so, ja, aber meine Ausdauer, die ist doch noch gar nicht ganz leer. Ja. Wenn man sich das nachher nochmal anguckt, dann stellt man natürlich fest, ich kriege ja immer ein bisschen Ausdauer wieder, wenn wir Leben verlieren. Und das war genau die Ausdauer, von der ich dann immer dachte, so ja, ich habe ja noch welche. Ist ja gar nicht schlimm, da ist ja noch was übrig. Ach, du warst das Schaf. Okay. So, ich versuche jetzt hier wirklich mal die Schafe zu ernten und nicht nur umzubringen. Schmetterlinge müssen wir, glaube ich, auch noch einfangen. Ja, keine Sorge, Rehe. Ich tue dir nichts. Auch wenn es verlockend wäre manchmal. Aber es ist wie eine goldene Gans, ne? Wenn man sie leben lässt, hat man viel mehr davon. Also wenn man das arme Tier einfach schlachtet und dann hofft, dass man davon profitiert. So, wir haben ein bisschen Sachen kaputt, dann kriegen wir auch wieder Geld. Aber eigentlich Geld. Ja, genau. Und jetzt muss ich mich nämlich schon wieder heilen. Und wenn ich jetzt nochmal angegriffen hätte, dann hätte ich mein Leben verloren und hätte ein bisschen Ausdauer wiederbekommen. Weil ich dann immer so schnell bin, kriege ich das immer gar nicht mit. Guck dann natürlich nur hoch und denke mir, ja, aber ich habe doch noch Leben. Tja, so kann man sich dann täuschen. Ich kann es ja vielleicht auch mal ganz langsam demonstrieren für alle, die genauso langsam im Gucken sind wie ich. Dann machen wir das mal in Zeitlupe. Einmal halb umbringen in Zeitlupe. So, jetzt ist meine Energie niedrig. Das heißt, ich suche mir jetzt irgendwo noch eine Stelle, wo ich ein paar Sachen. Hier zum Beispiel kann ich Blümchen pflücken. Das war jetzt hoffentlich nur ein Huhn oder sowas und nicht mein Hirsch. Ah, nee, da ist er. Dem geht's gut. Gott sei Dank. Okay, wir gehen mal kurz hier rüber. Da gibt's genug. Ja, gut, ich will die Schafe aber wirklich nicht irgendwie kaputt machen. Ich brauche die noch. Ganz viele. Gehen wir hier unten kurz rein. So. Genau, und jetzt ist nämlich meine Ausdauer wieder halb aufgefüllt gewesen, weil ich ja ein Leben verloren habe. Und genau da war nämlich das Ding, was ich nicht gesehen habe. Da habe ich immer gedacht, aber meine Ausdauer ist ja noch gar nicht ganz unten. Wie kann ich denn jetzt schon Leben verlieren? Um das mal zu erklären und mich zu rechtfertigen, warum ich so unglaublich blind bin an der Stelle. Das ist wirklich einfach nur, wenn man so im Farmrausch ist und so fröhlich alles wegschnetzelt, weil man denkt, yeah, ich kann's jetzt, dann übersieht man das echt gerne mal, wenn man hier so ein bisschen. So, aber ich wollte heute eigentlich ganz enthusiastisch Inseln kaufen. Ich mache hier nur noch mal ganz kurz die. Ich muss da wirklich. Ach so, ich habe mich ja gar nicht. Gut, dass ich das jetzt. Ich habe mich ja vorher gar nicht geheilt. So. Gehen wir noch mal meine Schäfchen an. Damit ich einfach hier so ein bisschen was für unseren Faden zusammenbekomme. Du bist schon geerntet. Du noch nicht. Du willst auch noch mal. Da war ein Huhn dabei. Das Huhn wollte ich aber nicht. Ich wollte wirklich nur das Schaf. Würdet ihr bitte aufhören, ineinander reinzulaufen? Das ist ganz unfreundlich. Dankeschön. Upsala. Das Schaf wollte ich jetzt gar nicht. Okay. Ich werde jetzt einfach mal instant. Ich werde sofort. Nee, warte. Nicht sofort. Wir gucken erstmal, was dieser schöne Ding hier macht. Ja, alle Gebäude doppelt so schnell finde ich immer sehr gut. Und dann gucken wir jetzt einmal noch schnell, was wir hier bei unseren Märkten kaufen können. Die sind sehr wahrscheinlich auch wieder aktualisiert. Könnte ich mir vorstellen. Und dann. Das nehmen wir auch noch schnell mit. Jetzt kriege ich auch aus jedem Stein Kohle, das ist immer super. So, gucken wir einmal schnell bei den Märkten rein. Da ist noch nichts aktualisiert. Das ist erst in 2 Minuten. Ja, dann. In dem Fall dann natürlich nicht. Das ist fast fertig. Und hier haben wir tatsächlich die letzten Sachen schon. Das heißt, ich könnte jetzt entweder nach der Ausrüstung gucken, was wir da als nächstes herstellen können. Das müsste ich aber hier unten machen. Die Dämonensplitter, Königsschaufel. Oh, das könnten wir tatsächlich schon herstellen. Eine Königsschaufel. Weißt du was, dann stelle ich die doch mal her, während wir jetzt einfach dann aber tatsächlich schon mal gucken,
wo wir was kaufen. Und ich würde gerne hier oben noch mal ein bisschen lassen. Schleim. So. Hatten wir sowieso. Nee, die habe ich gekauft, oder? Die hier erschwinglich waren. Immer Land kaufen. Okay, die gehen aber. Wir haben gerade 34.000. Das heißt, ich kann die drei Inseln hier kaufen. Sehr schön. Das sieht doch ganz gut aus. Muss ich gucken, dass ich noch. Nee, bauen diesmal. Der Nachteil an der Landauffüllung. Oh, da ist Kacke. Der Nachteil an der Landauffüllung ist, dass wir das nicht wieder abreißen können, falls wir doch irgendwann mal beschließen, nochmal andere Sachen dazu wollen. Dann habe ich einfach hier mal alles schön gefüllt mit meinem Holz. Ah, da ist sie schon, die goldene Schaufel, die Königsschaufel. Vergrabungsbereich vergrößert und Graben bringt immer Erze ein. Das freut mich sehr. Jetzt muss ich hier drüben noch ein bisschen bauen. Und da nochmal ein paar Brücken. Über ganz viele Brücken müssen wir gehen. Ja. Okay, dann gucken wir doch mal, was die Sachen hier. Das ist wieder ein Schrein. Der Bau-Obelisk. Erhalte Bonus-EP beim Herstellen von Items. Alles klar. Und wir können uns immer noch mal irgendwas leisten und hinterher vielleicht auch wieder unsere Sachen. Die Insel hier sieht einfach ziemlich leer aus. Ich weiß nicht, ob das so. Ja. Ob das so sein muss. Und die hier, was haben wir da? Nein, bleib stehen, ich will dich ernten. Fast hätte ich sie weggeschnetzelt, aber da habe ich mich dann gerade noch dran erinnert, dass Schafe kostbare Quellen für Fadenmaterial sind. Was bist denn du? Oh. Was bist denn du? Was machst du? Ah, wir müssen da erstmal die Kiste draus rausholen. Okay. Da guck an. Die war eingeschlossen. Und damit bekomme ich ein Zeichen der Bewährung. Siehst, ich kann damit in meinem Inventar. Jetzt habe ich den Kommentar nicht mehr ganz im Kopf. Ich muss mich übrigens schon mal entschuldigen, falls hier irgendwas ausfallen sollte. Dann liegt es daran, dass ich zurzeit ein bisschen krank bin und Forager. Also es gibt so ein, zwei Let's Plays, bei denen ist es wahrscheinlicher, dass was ausfällt als bei anderen. Das ist zum einen Forager, weil es halt einfach jeden Tag kommt. Und wenn ich da nicht hinterherkomme, da passiert, weil ich eben nicht so viel im Voraus aufnehmen möchte, da passiert es dann einfach sehr schnell mal, dass wenn irgendwas dazwischen kommt, dass ich dann plötzlich keine Folgen mehr habe. Oder bei Green Hell. Also falls jetzt irgendwie mal die Tage eine Folge Forager ausfällt, dann weil ich einfach nicht hinterhergekommen bin. Und weil ich mich dann eben doch mal ausruhen musste, statt aufzunehmen. Denn so sehr ich dieses Spiel liebe, wenn ich gerade krank bin und leidend am PC sitze, dann ist das ja auch nicht unbedingt lustig. Und ich glaube, wenn man das hinterher weiß, dann macht es vielleicht auch ein bisschen weniger Spaß zum Zugucken, wenn man weiß, okay, die Person, die da gerade aufgenommen hat, die gehört eigentlich gerade ins Bett mit Tee und ein bisschen liebevoller Pflege. Oh, entschuldige. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich die arme kleine Kuh, das Kuhschwein auch noch töte. Okay, ich gehe noch mal unten schnell unsere Obeliske ab. Da habe ich wieder irgendwas. Um zu gucken, ob unten eben auch noch irgendwas Spannendes ist. Also was Spannendes im Sinne von. Was Spannendes im Sinne von irgendeinem schönen. Einem schönen, na, wie heißt. Buff, den ich mir aus den Schreinen abholen kann. Jetzt muss ich das hier noch einmal kurz wegmachen, für den Fall, dass es der Grabe-Buff ist und wir gleich unsere neue Schaufel ausprobieren können. Dann will ich da ja auch Platz haben. Ich habe auch gedacht, eventuell sollte ich tatsächlich als nächstes die Fähigkeit lernen, dass wir immer ein bisschen Ausdauer wiederherstellen, wenn wir Gegner töten. Wobei andererseits, wir töten halt nicht oft Gegner. Also, ne, verglichen mit wie viel wir hier an. Ich weiß auch gar nicht, ob es so clever ist, dass ich wirklich primär immer noch mit dem Schwert abbaue, aber naja. So, Gelehrter hält sofort zu. Magieschriftrollen oder aber verkaufe Item. Nö. Wir nehmen wieder die Magieschriftrollen. Die sind, glaube ich, ganz praktisch. Des Dämons, des Zauberers, des Druiden.
Und ich sollte essen. Jawohl, dann tun wir das doch schnell mal. Drüben ist wieder ein Dämon. Den mache ich einmal weg, bevor er hier mich ärgert, wenn ich vielleicht... Na, gehst du bitte. So. So. Wunderbar. Und jetzt habe ich, glaube ich, auch alle angehauenen Steine weggemacht. Dann kann ich ja mal hier gucken, was dieser schöne Obelisk macht. Wirklich doppelt so schnell oder halbe Ressourcenmenge? Na ja, komm, dann doppelt so schnell. Jetzt haben wir nur leider wirklich... Okay, da kann ich wieder ein bisschen abbauen. Das finde ich auch ganz gefährlich, wenn ich das hier mache. Dann ist immer so... Oh, Loot. Und jetzt bin ich hungrig und muss essen. Okay. Permanente TP-Erhöhung, permanente Energieerhöhung, permanente Schaden oder sofortiger Stufenaufstieg. Ich würde mal sagen, wir nehmen erstmal TP. Jetzt haben wir wieder 3 Herzchen. Ist aber gut zu wissen, dass das so geht und dass man die vor allem auch manchmal beim Markt kaufen kann. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich mich verskille. Die Stufenerhöhung, die wäre zwar sehr verlockend, weil ich mir das eigentlich gerade sehr wünsche, dass wir ein Level-Up haben. Aber andererseits denke ich mir, Stufenerhöhungen kommen von alleine und irgendwann haben wir keine Skills mehr, die wir lernen können, wenn wir eine Stufe aufsteigen. Und deswegen halte ich die sofortige Stufenaufstieg für eher unnötig. Was ich aber machen möchte, das ist nachher mir... Oder vielleicht auch nicht erst nachher, sondern vielleicht jetzt. Vielleicht nehme ich einfach die Zeichen der Bewährung direkt ins Inventar. Ich möchte mir gern tatsächlich mehr Ausdauer holen, denn das ist doch ein bisschen anstrengend, dass wir so wenig Ausdauer haben. Und falls da nochmal ein Dungeon kommt, dann wäre es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn wir ein paar mehr Herzen hätten. Hatten wir nicht, dass Graben immer Sand bringt? War das, was ich schon hatte oder was ich mir... Nee, warte, das war was anderes, ne? Lass mal sammeln kurz. Jetzt muss ich das einmal ganz kurz... Wenn ich gegessen habe, einmal schnell ausprobieren, ob ich mir das eingebildet habe, ob es Wunschdenken war. Nee, das war kein Wunschdenken. Ich glaube, das war eine unserer Fähigkeiten, dass Graben immer Sand bringt und jetzt auch Erze. Oh, wunderbar. Ich weiß übrigens immer noch nicht ganz genau, wo die Dino-Eier... Ich habe die noch nicht droppen sehen, also... Ich kann mir schon denken, dass wir die irgendwie aus diesem, aus einem der unteren Gebiete vermutlich geholt haben, weil sie halt einfach... Aber Sand ist ja gar nicht... Wobei doch, Sand ist immer noch Mangelware. Sand ist immer noch Mangelware, weil wir nämlich... Weil wir nämlich immer noch Glas brauchen, ganz viel, damit wir Öl fördern können, damit wir daraus dann, Aber das Problem ist, ich brauche auch ganz viele Flaschen. Aber inzwischen sieht mein Inventar immerhin wieder lebendig und gut aus. Ja, Sand hat jetzt über 300, das ist gut. Ich sehe auch nichts, was irgendwie droppt an... Na gut. Ich gehe mal wieder hoch und schaue, was wir als nächstes vielleicht herstellen könnten. Und schon wieder bin ich hungrig. Das geht aber auch super schnell. Okay, bevor ich jetzt weitergehe, wir machen erstmal gucken wir jetzt ganz kurz in die neuen Märkte. Meine kleine Marktstraße hier, was sie jetzt wieder anzubieten hat. Glas. Ja, Glas wäre nicht schlecht, aber ich würde mir eher die leeren Flaschen direkt holen. Und die Fasern bitte, ja. Wann immer wir Fasern... Moment, was war da noch? Ah, Peperoni-Sand. Nee, die brauche ich jetzt gerade tatsächlich nicht. So, da ist da der nächste Markt. Da kriegen wir nichts her, was ich mir kaufen würde. Stahl, ja, wäre sicher nicht schlecht, aber brauchen wir jetzt auch nicht. Wieder ein paar Sachen weg. Das Gute ist, mit dem Schwert mache ich meine eigenen Gebäude nicht kaputt. Das ist tatsächlich etwas sehr Praktisches. So, ich sollte essen. Ja, dann machen wir das nochmal, bevor wir weiter shoppen gehen. Na,
leider auch nichts, was ich mir irgendwie, was ich brauchen könnte. Und hier kaufen wir uns. Und Öl auch. Ja, Öl würde ich mir auch holen. Fleisch, der Rest, den lassen wir. Dann gehe ich jetzt einmal kurz an meine Bank und hole die Zeichen der Bewährung raus. Dann sollte ich die nämlich eigentlich nicht hier unbedingt lagern. Und bevor ich da jetzt die benutze, machen wir einmal den Schleim weg und hier das Erz. Und dann würde ich schauen, dass ich hier oben, wo wieder alles anfängt zuzuwuchern, dann würde ich gucken, dass ich hier oben erstmal wieder ein paar Sachen herstelle. Hier nämlich Faden. Ganz viel Faden. Damit ich wieder Flaschen herstellen kann. Wenn ich hier einfach wieder ein bisschen Glas schmelze. Ja. Hier könnte ich eventuell... Ich muss mal gucken, ob wir Königsstahl oder Königskleidung brauchen. Und jetzt würde ich gerne Zeichen der Bewährung. Das war hier. Davon würde ich jetzt gerne meine Ausdauer erhöhen. Dann würde ich ganz gerne nochmal meine Ausdauer erhöhen. Und nochmal meine Ausdauer erhöhen. Und nochmal meine Ausdauer erhöhen. So, und eventuell auch nochmal einfach die Ausdauer erhöhen, weil wir es können. Dann würde ich ganz gerne mir nochmal ein Herzchen zuschustern. Ich hätte gerne 5 Herzen insgesamt. Also für jetzt erstmal 5 Herzen. Okay, dann reicht das jetzt für den Moment. Für den kleinen... Upsala. Für den kleinen Moment reicht das. Wie lange dauert das, bis ich hier wieder neue... Ja gut, das dauert jetzt eine ganze Weile. Hoppala. Dann lege ich die erstmal wieder zur Seite. Die Kacke. Wo habe ich denn die Kacke hingelegt? Die war hier. Da habe ich jetzt von meinen 500 habe ich jetzt immerhin schon mal 350. Dino-Eier könnten wir theoretisch vermutlich verkaufen, aber ich weiß nicht, ob ich das möchte. Mit den Flaschen und den anderen Sachen werde ich jetzt oben... Oh, warte mal, Gold. Gold will ich haben. Ich denke immer noch, dass Gold das Beste ist von der Welt. Aber wir kriegen immerhin wieder Münzen nach und nach zusammen, auch ohne, dass ich immer... Auch ohne, dass ich immer an meine Banken muss. Denn die Banken sind mehr so ein netter Zuverdienst, wenn wir es halt einfach lange laufen lassen, anstatt wenn ich da halt irgendwie alle... Keine Ahnung. Alle paar Minuten rangehe und mir das Geld darunter hole. Ist halt mehr so eine Langzeitinvestition, ne? So, hier haben wir meine Skelette, die ich auch dann nach und nach... Zum Glück kriegen sie ja Dauerschaden, indem wir einfach nur in ihrer Nähe sind. Das heißt, ich muss nicht jedes einzelne jagen. Zum Beispiel das hier, weil es einfach noch geplatzt ist. Sehr schön. Okay, da ist auch noch eins gestorben, wie es aussieht. Da haben wir noch eine Blume, Fleisch und ich wollte jetzt gerne an meine... Ach Mist, ich dachte, du stehst hinter mir. Ich wollte jetzt an meine... Wo habe ich das denn? Da habe ich es wieder aufgebaut. Stimmt, das ist jetzt gar nicht mehr beim Kalten. Das ist jetzt hier. Das ist übrigens so ein Grabespot. So. Das ist gestorben, versehentlich. Okay, ich hätte ganz gerne noch Flaschen... Flaschen. Aber ich habe doch 5 Flaschen. Ah, ich habe die falsche Taste erwischt. So. Die Flaschen. Dann würde ich ganz gerne... Wo ist denn das jetzt wieder? Da. Langsam wird es unübersichtlich, weil alles so groß ist. Plastik hätte ich ganz gerne. Ich bräuchte aber auch Glasfaser und Elektronik. Glasfaser könnte ich jetzt zweimal herstellen, weil mir sonst die Königskleidung fehlt. Oder? Ja, es liegt an der Königskleidung. Elektronik braucht Königsstahl. Ich guck mal eben noch, was wir zu... Hoppala. Was wir zuerst brauchen... Oh, da hatte der Hirsch aber echt Glück, dass ich den nicht erwischt habe. Oder ich hatte Glück, weil ich den Hirsch nicht erwischt habe. Kann man natürlich sehen, wie man möchte. Ich würde erstmal sagen, wenn... Okay, das dauert noch einen kleinen Moment, aber wir haben ja nochmal eins. Ich habe ja vorsorglich ein bisschen ausgebaut und unten haben wir ja nochmal eine Schneiderei. Dann würde ich hier nochmal gerne Königskleidung herstellen, wenn das geht. Es geht nicht wegen dem Leder. Ich kann aber nochmal Leder herstellen. Das ist gut. Stellen wir nochmal 50 Leder her. Ich brauche immer noch sehr viel mehr Faden.
So. Kann man auch so sich holen. Und ich könnte gucken, ob wir uns nochmal irgendwo eine kleine Insel leisten können. Einfach weil die oberen waren jetzt so nicht die beeindruckendsten, muss man sagen. Also da hatte ich schon irgendwie... Na komm her, Schleim. Ich will nicht meine Schafe töten. Sehr gut. Denn meine Schafe brauche ich noch für ganz viel anderes Zeug. Was da in der Mitte ist, ich weiß gar nicht. Ist das noch ein Schaf gewesen? Nee, das ist ja auch egal. Da ist noch ein bisschen Kacke. Da sind wieder Schafe. Ich müsste das echt viel häufiger machen, dass wir die Schafe ernten. Und jetzt hätte ich ganz gerne nochmal Land gekauft. Ja, hier gibt's gar nichts mehr. Da sehe ich den Preis nicht. Also kaufen wir das einfach. Ah, guck mal an, da ist was Neues. Das gefällt mir jetzt. Oh, jetzt habe ich schon wieder meine blöde... Ah, natürlich. Kann ich die bitte nochmal aufbauen? Den Küstenbohrturm. Kann ich den hier reinbauen? Nee, da fasst er gerade nicht, ne? Oh Gott, wo bauen wir den denn dann auf? Oh, ich weiß wo, ich weiß wo, ich weiß wo. Da müssen wir dann zwar ein bisschen weiter hier rüber, aber ich habe doch eine Insel mit ganz viel See. Hier müsste ich doch eigentlich... Entschuldige, Schaf. Ich darf nur nicht so viel wegmachen, dass mein Laser auf nichts mehr draufsteht. Aber dann müsste ich hier eigentlich an der Stelle, wenn ich das jetzt gar nicht mal so doof mache. Okay. Wir müssen jetzt sehr viel mehr essen. Aber das Schöne ist, dafür müssen wir auch sehr viel seltener... Ich hoffe, der passt hier rein. Entschuldige, Huhn. Ich hoffe, der passt hier rein. Wenn nicht, lassen wir einfach den Laser weg. Aber hier würde der sich echt anbieten. So. Jetzt würde ich nämlich ganz hier ganz gerne den Küstenlaser. Ich weiß, das ist streng genommen keine Küste, aber... Hier in der Mitte. Okay, dann muss der hier oben weg. Entschuldige, Schweinchen. Ich weiß nicht, ob das die smarteste Idee ist, aber überall sonst... Oh, entschuldige, Schaf. Aber überall sonst bauen wir halt noch Sachen hin. Beziehungsweise kaufen Land. Und wenn wir das Land gekauft haben, dann passt es eventuell nicht mehr hin. Deswegen würde ich gerne versuchen, ob das hier geht. Wenn nicht, dann wuchert sie wieder zu. Ja, ja, ja. Die Sachen hier müssen noch weggemacht werden. Danach darfst du. Sonst ich kann gucken, ob das jetzt schon geht. Bingo. Da guck an. Und jetzt kann ich hier tatsächlich mit bauen wieder... Rücken drumherum. Hier vorne müsste das gehen, damit wir hier ranlaufen können. Ja, du darfst ja gleich essen. So. Und dann schauen wir uns das Neue an, was wir da hinten gekauft haben. Und dann gucken wir mal weiter. Ich wünschte, wir hätten eine Baumwollfarm. Was geht bestimmt und ich weiß es nur noch nicht. Hier ist nichts mehr drauf. Doch, da hinten ist noch ein Kristall, den würde ich gerne. Ich sollte öfter auf meine Spitzhacke wechseln, wenn ich... Was gibt's denn hier? Halbe Münzen, halte sofort... Ja, Magieschriftrollen finde ich immer gut. Die schaden nicht. Dann gehen wir jetzt hier rüber und gucken mal, dass wir uns dahin auch Brücken bauen.
Ich muss mir aber nicht alles vollbauen. Machen wir einfach mal so, dass es hier einen schönen Weg gibt. Das reicht. Du bist die, lass mich raten, irgendeine Galaxie. Das sieht wieder wie so ein Galaxieding aus. Das heißt, ich muss vermutlich wieder entweder alles an- oder alles ausschalten, Rätsel lösen. Wir werden sehen. Und es ist die Frostgalaxie. Okay, was ist das? 3, 4, 5. 0, 0. Oh je. Okay, ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Müssen mal gucken, ob wir irgendwo einen Hinweis finden. Aber irgendwie sieht es schlecht aus. Okay, wir haben hier... Es fängt jeweils mit 0011 an. Dann haben wir 0101, 0011, 0100, 0010 und 0100. Sind das immer verschiedene? Ja, das sind immer verschiedene. Und ich weiß natürlich nicht... sind. Okay. Auch darauf muss es irgendeinen Hinweis geben. Den ich aber nicht kenne. Das ist das erste. 101, 11, 100, 10, 100. Nee, warte mal, 100. Ah, guck mal, das hier und das hier ist gleich. Okay. Da ich das gerade nicht wirklich lösen kann, weil ich keine Ahnung habe. Wir müssen erstmal gucken, dass wir irgendwie Hinweise, glaube ich, finden. Oh, Entschuldige. Schaf. Tut mir leid. Oh nein! Immer erwischt es meine armen Schafe. Genau das, was ich nicht möchte. Okay, ich guck mal. Wir haben auch noch dieses andere Rätsel mit diesem, was der Zahn der Zeit. Nee, was. Und irgendwas mit. Gras. Und da habe ich schon wieder ein Schaf getötet. Mist. Ich werde mir das Ganze einfach mal anschauen und werde vielleicht bis zum nächsten Mal mir eine Lösung überlegt haben. Das ist einfach was, wo ich ein bisschen grübeln muss. Und deswegen gehen wir da vielleicht einfach nochmal hin. Ja, darf es ja essen. Was ich auch noch schauen kann, ist, wie viel hier drüben zum Beispiel noch eine Insel kostet. Einfach mal so aus Neugier. 16.000. Hier an der Seite geht es scheinbar schon gar nicht mehr weiter, weil wir die... Oh, was war das? Glas? Wo habe ich Glas herbekommen? Bin ein bisschen... irritiert. Wir müssten mehr töten, damit wir wieder Geld bekommen. Dann könnte ich mir auch gleich nochmal eine schöne Insel leisten. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir das am besten machen. Soll ich einfach mal alleine rätseln? Keine Garantie darauf, dass alles stimmt, aber ich würde jetzt einfach in die untere Galaxie gehen, die Feuergalaxie. Nee, wie hieß die Galaxie nochmal? Das war gar keine Galaxie, das war irgendein anderes Ding. So, weg ist es. Und dann würde ich mir da kurz überlegen, was da eventuell reinpassen könnte. Wie gesagt, ohne Garantie, dass es hinterher auch stimmt alles. Aber wenigstens haben wir dann mal angefangen. Denn das obere, ich glaube, da muss ich erstmal Hinweise für finden. Glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Oder wir müssen es irgendwie ausprobieren, schauen, was hinterher stimmt. Da bin ich mir einfach nicht ganz sicher, wie wir das hinbekommen werden. Aber, Gott sei Dank haben wir jetzt einfach ein bisschen mehr Ausdauer. Dankeschön, dass mir jemand gesagt hat. Also, Gott, ich kann mir den Namen gerade so schlecht merken. Es tut mir furchtbar leid. Ich kenne aber deinen Avatar, wenn ich ihn sehe. Auf jeden Fall vielen... Da habe ich es schon wieder geschafft. Wie habe ich das denn jetzt? Auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis, dass man das eben im Inventar benutzt. Drauf zu klicken, da bin ich hier einfach mal noch gar nicht drauf gekommen. Ups. Okay, wir schauen aber noch einmal schnell zu den Märkten. Eier brauchen wir nicht. Schriftrollen eigentlich auch nicht. Nein. Ist mir aber ehrlich gesagt zu teuer zum jetzt so kaufen. Königsstahl auch. Donnertrank, ne. Flaschen würde ich kaufen, ja. Und Öl würde ich kaufen, ja. Edelsteine brauchen wir nicht. Und unser Originalmarkt, der verkauft uns gerade
Naja, Plastik. Komm, ja, dann kann ich das Öl für was anderes benutzen. Gut, dann war es das erstmal mit dieser Folge. Außer, dass ich eben noch schnell in diese eine Galaxie reingehe. Nee, nicht die Galaxie, das hier. Das müsste dieser Rätselturm sein. Ich nenne hier jetzt einfach mal Rätselturm. Weil da drin theoretisch ja Rätsel auf uns warten. Und ich bin sicher, wenn ich jetzt mein Köpfchen ein bisschen anstrenge, dann komme ich auch drauf, was es sein könnte. Hat bei den, nach bei den Edelsteinen auf dem Friedhof ja auch funktioniert. Da hatten wir dann nur gerade keine Edelsteine zur Hand. Zumindest nicht immer. Ich glaube auch, ich muss unsere Ausdauer noch weiter steigern. Einfach, weil es doch immer noch ein bisschen schnell geht, wie sie weg ist. So. 2 Minuten. Ja, das kriegen wir dann nächstes Mal hin. Ich glaube aber die Zeit... Mal kurz hören. 54, 3, 2, 1, 0, 9, 8, 7, 6, vermutlich 5, 4, 3, 2... Ja, okay. Bisschen zu langsam. So. Aber ich glaube, hier drin steht die Zeit ziemlich still, wenn ich... Also für alles, was draußen ist. Weil ich hier ja auch keine, keine Items gedroppt bekomme. Okay. Die 4 werde ich mir jetzt nochmal anschauen. Was Kraft und Stärke nicht schaffen, darüber können meine Zähne nur lachen. Ich überlebe aus großen Höhen, doch unter Wasser sterbe ich. Da würde ich denken, es ist Wasser oder Fische. Ich lebe ohne Atem, bin kalt wie der Tod, bin niemals durstig, aber trinke immer. Da muss ich auch nochmal nachdenken. Sanft für die Haut, aber stark genug im Stein. Kann ich die eigentlich alle 4 gleichzeitig? Nee, kann ich nicht. Da oben geht es jetzt nicht mehr. Sanft für die Haut, aber stark. Ich glaube, das ist Wasser. Eventuell ist auch noch einfach verschiedene Insekten. Jetzt würde ich gerne einmal rausgucken, ob meine Vermutung richtig war, dass hier draußen die Buffs nicht wirklich... Ja, das kann sein, dass die sollten nicht abgelaufen sein. Nee. Gut, dann werde ich jetzt da reingehen wieder. Beziehungsweise nein, während ich nachdenke, kann ich eigentlich hier draußen bleiben und ein bisschen sammeln. Das ist ja eigentlich auch eine Idee, ne? Dann können wir hier so ein bisschen Sachen abbauen nebenbei. Oder eigentlich auch doof. Ha, schwierig. Aber wenn wir draußen sind, dann laufen hier halt meine Münzproduktion läuft dann weiter. Das heißt, ich rätsel einfach mal ein paar Minuten, während ich mir mal schnell einen Tee oder sowas mache. Und stelle mich da irgendwo hin, wo ich hoffentlich sicher bin. Ich hoffe jetzt nicht, dass mich da irgendein Schleim dann überfällt. Ich werde dann so mit halbem Auge auf dem Spiel bleiben. Und dann gucken wir einfach mal, dass ich vielleicht die Lösung für die Rätsel finde. Bei einigen Sachen habe ich schon so eine Idee. Und dann gucken wir einfach mal. Ich muss ja auch mal schauen, was es im Spiel überhaupt gibt. Vielleicht sind es auch Sachen, die ich noch gar nicht herstellen kann. Wie gesagt, bei mindestens einem denke ich an Wasser. Und beim Rest, da muss ich mal drüber nachdenken. Das ist wie diese Frage... Ja, diese typischen Rätselfragen halt, ne? So, was läuft morgens auf eine, nee, auf 4 Beinen, mittags auf 2 und abends auf 3? Und dann kommst du drauf, es ist der Mensch. Er krabbelt morgens auf allen 4, also als Baby. Dann in der Blüte seines Lebens, wenn er erwachsen ist, geht er auf 2 Beinen. Und wenn er alt ist, braucht er halt wieder eine Gehhilfe. Das ist der Stock, das dritte Bein. Oder, wohnen in ein Haus und wenn man rausgeht, dann zerbricht es, dann macht man es kaputt, das ist das Ei. Solche Fragen, also zumindest scheinen es solche Fragen zu sein. Und da muss ich jetzt einfach mal ganz kurz drüber nachdenken. Eigentlich finde ich die total toll und mag die auch sehr. Es ist halt immer das, kommt man auf die richtige Lösung und hat man die Lösung, an die man gedacht hat, dann auch tatsächlich hier. Gibt bei Guild Wars übrigens auch sowas. Das Rätsel des Raben. Und ich weiß, ich glaube, die wenigsten hier spielen Guild Wars, aber es ist ein tolles Spiel. Und ich wollte das nur mal wieder erwähnt haben. So, jetzt mache ich aber... Ich überziehe schon wieder, weil ich labere. Tut mir leid, aber sammeln. Ich stelle mich gleich an eine sichere Stelle und überlege ein bisschen. Das mache ich immer maximal 5 Minuten, bis mein Tee gezogen hat. Denn man soll den ja oft gar nicht so lang ziehen lassen. Dann macht euch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder. Alles Wichtige. Also wie Stufenaufstiege, Punkte verteilen und sowas. Ich kann nicht versprechen, dass ich keinen Stufenaufstieg haben werde, einfach weil... Stufe, weil ich jetzt sehr kurz die Aufnahme unterbreche und schnell Päuschen mache.
Und ich habe immer noch durchs Produzieren Punkte bekommen, aber das sehen wir dann. Notfalls stelle ich mich in die Galaxie doch rein und überlege da. Jetzt habe ich aber Screenshots gemacht von den Fragen. Das heißt, ich könnte auch einfach die anschauen nebenher. Gut, macht euch auf jeden Fall noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Graveyard Keeper. Wie gesagt, falls meine Folge ausfällt, tut mir das leid, aber dadurch, dass ich die jeden Tag bringe und eben nicht so viel im Voraus aufnehmen möchte, kann es dann doch mal passieren, dass ich hier ein bisschen Ärger in Bedrängnis gerate als bei anderen Sachen und mir dann doch eher schneller mal was fehlt. Okay, also macht euch einen flauschigen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye bye.